Dann wollen wir auch noch einen neuen Bauern, weil unser Bauer irgendwie gestorben ist. Ich weiß nicht wie. Sag mal, Spiel. Wenn du beim Zonenwechsel immer laggen musst, dann wechsel die Sounds nicht, bitte. Beeil dich. Was ist denn jetzt schon wieder? Du kannst dich mal verpissen. Meine Fresse. An was hängen die da schon wieder? Ist doch einfach schlau, dass der Bodenschütze ganz vorne steht. Geh mal schön nach hinten. So. Jetzt haben wir zwei Trupps. Gehen wir? Da bitte. Na geil. Was? Warum? Warum passiert das? Ich meine, ich kann immer wieder neu meine stärkste Armee aufstellen. Jedes Mal stelle ich daraufhin fest, es hat nichts gebracht. Schiffe machen sie mittlerweile auch sauschnell hintereinander und jedes Mal kommen mir welche an und ich kann sie kaputt machen, aber ich muss dafür halt alles aufbrauchen, was ich hatte. So. 1, 2, 3. Sobald wir genug Nahrung haben, davon auch nochmal 1, 2, 3. Hiervon noch eins, bitte. Bei wegen und so. Okay. Was war das gerade? Das war das. Davon können wir ja nicht mal einen machen. Ich brauche einfach Schiffe, die Nahrung holen können. Also Bötchen, Fischerbötchen, aber die Fische sind alle so weit weg und wenn sie mal erreichbar sind, dann kommen immer böse Leute und töten. Ja. Ich könnte den Hafen umlagern, aber dafür habe ich nicht nur Holz. Und gerade den Eimer Holz flöten. Wegen diesen Scheiß! Das kann doch nicht sein! Was mache ich denn falsch? So, ein Bodenschütze. Du darfst ja gern mitarbeiten. So. Davon hätte ich dann am Ende auch gern drei mindestens. Da der Turm wenigstens ein bisschen gelitten hat, war dann auch nicht umsonst. Wissen wir jetzt. Ja, mittlerweile sehe ich aber, die holen sich da das Zeug. Das kann ich nicht dulden. Wenn ich mich erinnere an das Ziel, 800 Nahrung zu kriegen, sind wir mittlerweile ein bisschen von entfernt. Können noch einen machen. Was ist eigentlich eure Intention, wie viel Holz ich habe? Wie viel Holz habt ihr überhaupt? Ich hätte dann 15 Holz noch, damit ich... Ja, 3 Holz hätte ich dann noch. Thank you.
So, damit ich ihn machen kann. Dann kannst du weiter holzen. Du hättest gerne an dem Baum weiter holzen können. Da hätte ich nichts dagegen gehabt. Ja, jetzt fehlt mittlerweile schon alles. Es fehlt einfach Holz und Nahrung. Okay. Vier Nahrung. Da. Gut. Gut. Weißt du was, wir probieren mal eine neue Taktik, die ich früher eigentlich immer angewandt habe. Aber ich bin jetzt ein bisschen zu faul geworden. Und zwar das Schiff reparieren. Ich weiß nicht, was mehr Holz kostet. Wahrscheinlich neues bauen. Deswegen, weil ich wahrscheinlich in so einer Bedrängnis bin. Aber gut, das soll jetzt mal egal sein. So. Also, euch soll es egal sein. Ich komme schon irgendwie klar damit. Also, ja. Naja. Klar war scheiße. Wie immer also. So. So. Ich hasse es. Jetzt könnt ihr alle angreifen. Okay. So. Den da hinten wollen wir ganz schnell am Weiterarbeiten hindern. Okay, Bauer. Schnell. Was denn jetzt schon wieder? Alter! Regt's mich auf. Jetzt greift den doch an. Hier greift den da an. Du auch. Der Bauer baut einen Turm. Ihr müsst es noch ein bisschen halten, bitte. Bitte haltet das Ding noch ein bisschen. Bitte haltet es noch, bis der Turm fertig ist. Bitte. Das ist so scheiße eng. Ach ja. Ah. Der Turm ist gleich fertig. Der Turm ist gleich fertig. Ah, wo ist meine Maus? Der droppt jetzt nicht schon wieder das nächste. Ich komm nicht mehr klar. Aber wir schaffen es. Okay. Ah. Ach du Heilige. Irgendwas sagt mir, dass es nicht reicht. Was wir da an Kämpfern noch hatten. Du machst einfach nichts, okay.
Ihr zwei lauft nachher. Du auch mal. Ja. Huch, da hat's mir gerade an die Tür geklopft. Mutti hat irgendwas gesagt, ich weiß nicht genau was. Wahrscheinlich geht's auf Nachtschicht. Oder so, was weiß ich. Ist dann auch erstmal nicht so wichtig. Ich möchte eine Frage stellen. Woher nehmen Sie das Recht, mit diesen ganzen Dämpfern da anzukommen? Ich meine, ich kann nicht ansatzweise so viele Kämpfer stellen. Und das... Nein! Juhu, der Turm ist kaputt. Naja. Ja. Ich brauche schnell zwei Axtkämpfer. Und dann sollte ich vielleicht erwähnen, dass das gerade nicht so gut läuft. Sieht man vielleicht auch teilweise. Vielleicht hätte ich meine Angriffe konzentrierter oder so abschicken müssen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es doch nicht. Ein Bauernhof. Vielleicht hätte ich auch gar nicht angreifen sollen, bis ich meine Stärke verstärkt habe. Halt mit noch einer Entwicklung und so. Auf jeden Fall. Werde ich da schon wieder angegriffen. Jetzt habe ich nun wirklich kein Schiffchen mehr, was noch irgendwie, ne? Auch kein Holz mehr. Für ein neues Schiffchen. Was bedeutet, wir sind relativ im Arsch. Der Hafen hier wird zerstört. Und ja. Ach, guck mal. Die Leute holen sich da einfach die Gazelle. Der will aufstehen, kommt aber nicht weg. Ist ja lustig. Der... Ja, weiß auch nicht genau, was er machen soll. Und der tötet uns jetzt. Okay. Jetzt. Okay. Gut, die Insel brauchen wir eh nicht mehr. Aber naja. Macht bloß noch mehr klar, was für eine Macht der Dreifen, die hier gerade treiben. Jetzt kann ich nochmal einbauen. Ich hoffe, das reicht mit der Zerstörung, kann ich den vielleicht ablenken. Hallo, du, guck mal. Hallo. Hey. Scheinbar nicht. Aber es wird reichen. Denke ich.
Es wird reichen, 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 es wird reichen. Es reicht auf jeden Fall. So, ja, 17. Pfeil, 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 Pfeil. So. Okay. Dann repariert der den mal. Vorher bringt er das mal weg, bevor das noch irgendwie verschwindet oder so. So. Dann warte ich jetzt einfach. Ich greife die jetzt nicht mehr da hinten. Weil ich habe mitgekriegt, das macht nicht so viel Sinn, weil ich dauernd wieder vertrieben werde. Wir probieren jetzt eine andere Taktik. Und zwar die Taktik des Wartens und des... des Fortbestandes. In defensiver Taktik. Dann werde ich versuchen, 800 Nahrung zu bekommen. Ich hasse euch. Die lassen mir nicht mal ein bisschen Zeit, ja? Ich meine, es kann auch wenigstens ein bisschen dauern, bis da das nächste kommt. So. Na toll, beide sind kaputt. Ich dachte, ich kann meins noch. Was? Achso, nicht nur Holz, ja, weil ich noch zwei Holz brauche. Ja, genau das. So. So. Dann würde ich sagen, mit dieser Aufgabe, das überlasse ich der Zukunft, diese Aufgabe zu lösen. Oder meinem Zukunfts-Ich oder was auch immer. Auf jeden Fall haben die Gegner doppelt so viele Punkte wie wir. Wir speichern nochmal unter Mykena. Nächstes Mal lade ich auch Mykena. Okay? Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, haut rein, viel Spaß, ciao, ciao. Und ich hasse diese Level, weil die mich dauernd angreifen. Böse. So, okay, ich mache jetzt Schluss. Ciao.